So, kleines Minecraft-Projekt der letzten beiden Tage, eine XP-Farm, die wir um Zombie-Spawner Nummer 1 und angenehmerweise quasi direkt daneben Zombie-Spawner Nummer 2 gebaut haben. Wie man das so gewohnt ist, die Zombies spawnen, solange man ungefähr 16 Blocks oder bis maximal 16 Blocks entfernt ist. Und werden von einem Wasserstrom da unten hingeleitet. Wir gucken uns das gleich noch genauer an. Und landen dann hier, wo sie sehr preiswert, weil sie schon ordentlich Fall Damage genommen haben, ja, abgeschlachtet werden, will ich jetzt nicht sagen, aber naja, doch eigentlich schon abgeschlachtet werden. Hier ist ein Zugang zum ganzen Komplex. Wir fallen da jetzt einfach mal rein und essen was. Mit dem Wasserstrom, das ist nicht immer ganz so easy, aber mit ein bisschen Probieren kriegt man das hin. Dann kommen sie hier in diesen Wasseraufzug mit Schildern gebaut. Ist ein bisschen Klickarbeit und ein bisschen nervig zu bauen, aber geht. Solange die Mobs im Wasser sind, die Zombies in dem Fall, springen sie ja. Und das führt dazu, dass sie bis hier hochgeführt werden. Dann hier weitergespült und so. Bis sie dann da runterfallen, wie das der Kollege gerade sehr schön vorgemacht hat. Und zack, hier unten dann sterben. Ah, das war knapp. Nix wie weg hier. Hier unten ordentlich Fall Damage nehmen. Ich glaube, es sind 23 Blocks oder so, die sie da tief fallen. Und ja, dann ist es ein leichtes, hier die XP abzugreifen. Gut, was gibt es dazu noch zu sagen? Das Ganze ist eben unten in dem Berg drin, logischerweise. Wir haben oben noch ein Haus draufgesetzt. Hier sind Splash Potions of Healing, was sich auch absolut anbietet, diese Dinger da reinzuschmeißen. Ich mache das jetzt nicht vor, beziehungsweise ich mache das später, nehme ich das nochmal auf und schneide das dann noch ins Video dran, weil so eine Splash Potion muss eben erstmal gebraut werden. Die Flasche ist hinterher auch im Arsch und lohnt sich erst, wenn hier ungefähr so an die 200 Zombies drin sind. Was durchaus möglich ist, was passieren kann, wenn man ein bisschen hier unten steht und einfach AFK ist. Dafür ist es sehr sinnvoll, hier unten so einen Safe Room einzurichten. Wir machen das mit Eisentüren gemacht hier, weil Zombies können Holztüren ja kaputt machen. Und manchmal, wenn es hier extremst voll ist, dann kommt es vor, dass sich Zombies durch Clipping-Fehler oder was auch immer hier so durch die Wand drücken. Deswegen ein Safe Room. Einfach sich reinstellen. 5 Tage warten, dann wieder rauskommen und ja alles platt machen, was grüne Haut hat. Am Anfang hätte ich mir eigentlich einen Skelett-Spawner gewünscht oder dass wenigstens einer von den beiden Skelett ist. Ich finde aber jetzt Zombie auch ganz geil, weil seit einiger Zeit haben Zombies ja beim Spawnen Gegenstände in der Hand und mit noch geringerer Wahrscheinlichkeit lassen sie die auch fallen. Zum Beispiel habe ich jetzt so. Hier einer hatte gerade eben scheinbar eine Kartoffel mit und Karotten. Einer hatte Karotten am Start. Ab und zu mal ein bisschen Eisen und Zombiefleisch zum Reinlegen, so viel. Eingelegtes Zombiefleisch. Das wäre doch mal eine Marktlücke. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Nein. Fragen werden in den Kommentaren beantwortet, wie immer. Und ihr versucht das jetzt mal nachzubauen. Und erstmal 2 Spawner zu finden, die so nah aneinander sind. Viel Spaß! Okay.